Wieso bewegt sich mein Spiel von alleine? Mein Gott. Warum? Warum? Ja, Walner, was war das? Oh, das klang wie eine Trittplatte oder so. Oh, da, schon wieder. Seid vorsichtig. Ah, der Sarg hat sich geöffnet. What the fuck? Verdammt, eine Leiche. Was ist eine Leiche? Eine Leiche. Es ist eine Liege. Verdammt, eine Leiche. Ja, macht ja nichts. Wer wagt es in meine Pyramide? Wir! Ihr erbärmlichen Sklaven! Ich werde euch die gerechte Strafe für euer Eindringen in mein Heim geben! Den Tod! Bam, bam! Das ist also der Pharao dieser Pyramide? Wie meinen Sklaven werde ich euch erbarmungslose Schmerzen bereiten. Euer Eindringen in meine Pyramide soll euer letzter Fehler sein. Und dass du versuchst, uns aufzuhalten, ist dein letzter Fehler. Bam! Pharao Ustra! Ja, warum zeige ich euch diesen netten Gesellen? Ganz einfach aus dem Grund, weil genau dieser Pharao Ustra in Vampire's Dawn 2 eine sehr entscheidende Rolle spielt, was Storytelling betrifft. Deswegen zeige ich euch diese Quest. Okay, dieser Gegner ist miserabel stark. Hatte ich jedenfalls so in Erinnerung. Bam. Bam. Shock Frost. Bam. Oh ja. Ekligen Gestank, Aska kann nicht, aber Aska verstummt auch noch. Leck mich doch am Arsch. Okay, dann werden wir jetzt mal angreifen. Du schmeißt mein Antikrankheitsserum auf dich und du, meine liebe Elaine, du wirst nochmal Apokalypse casten. Also mit meinem Level sollte der Gegner nichts auf dem Kasten haben. Na super. Das passt ja. Elaine ist verstummt. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dunkle Klinge werde ich einsetzen. Du wirst Antikrankheitsserum auf Elaine und du greifst einfach mal an. Was? Wieso wirkt das nicht? Giftregen, okay. Warum wirkt das nicht? Lichtexplosion und noch. Nein, du kannst nicht casten. Angriff und du wirst Redegewandtheit. Gewandtheit, wie auch immer. Also eigentlich. Eigentlich sollte der Gegner bald down sein, so du machst das. Du machst nochmal Schockfrost. Und du. Keine Ahnung. Ist eigentlich egal, was ich mache. Der Gegner ist eh gleich kaputt. Heiliger Sand. Starker heiliger Angriff. Probieren wir es mal. Ja, der war super stark. Der war super stark. Der wird der scheiß Giftregen. Angriff, Schockfrost, Apokalypse. Sind einfach die stärksten Zauber im Spiel. Alles andere ist nur noch Bullshit. Deswegen denke ich auch, er wird nicht mehr lange überleben. Weich aus, fick dich. Angriff. Ah, ich bin blind. Ah, ich bin immer noch blind. Was mache ich mit dir? Nochmal Apokalypse. Triff doch. Konfusion, ich geb dir gleich eine. Ne, Angriff und Apokalypse. Weil eigentlich kämpft man jetzt nur gegen seine Leiche. Mehr ist das ja nicht. Segnung. Jetzt wäre Ding Vampirheilung gut. Hm. Naja, egal. Egal, der Heiltrank auf Elaine. Bam! Oha, was hat der für eine hohe Verteidigung? Okay. Hat sich erledigt. Ja, 1000 Erfahrung ist eigentlich schon recht erbärmlich für diesen Gegner. Gut, für mein Level war es jetzt kein Problem. Aber dummer Pharao. Ho, 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 ho. Das war's. Oh, jetzt verflucht er mich bestimmt. Dann wollen wir mal schauen, was er denn hier so gut bewacht hat. Ja. Das war Pharao Ustra, wie gesagt. Behaltet seinen Namen im Kopf.
Behaltet ihn im Kopf. Antiker Vampirring und hier ist die... Schaut mal, hier ist nur ein Buch drin. Es ist ein altes Zauberbuch. Na, dann schau doch mal rein. Hey, das Buch handelt vom Beschwören von Dämonen. Ah, so funktioniert das. Ah, oh, ah, ja, ah, oh, wow, epic. Dämon beschwören erlernt. Außerdem aktiviert sich jetzt das Portal. Ach, fickt euch. Oh, ich bin rasend. Super. Außerdem tut sich das Portal jetzt entwickeln, wollte ich sagen. Aktivieren, das heißt, wir kommen sofort. Sofort kommen wir hier an den Ausgang dieser Pyramide. Ja. Das war diese Quest. Dämon beschwören. Das ist jetzt... das ist die beste Beschwörung, die man überhaupt bekommen kann. Und, damit ich den Dämon jetzt auch beschwören kann, wenn wir gleich zu Abraxas gehen. Bevor wir das machen können, halt, werde ich mich einer weiteren Zeitquest und noch kurz was einbauen hier in dieses Spiel. Und danach einer weiteren Zeitquest beglücken. Deswegen gehen wir einfach mal kurz zu Aska. Lalalala, Aska Schloss, lalalala, lalalala. Ey, geh rein da. Ja genau, weil ich hier noch kurz was einbauen möchte. Was mir das Ganze hier gleich erleichtert mit dem Beschwören. Und weil ich mich danach noch einer weiteren Quest unterziehen möchte. Nein, was mache ich denn? Bevor wir dann endgültig uns auf die Socken machen, Abraxas in die Fresse zu hauen. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Genau, so. Gespeichert. Kurze Unterbrechung. So, liebe Leute. Ich habe, wie gesagt, etwas verändert. Und zwar habe ich hier diesen netten Kerl eingebaut. Haha, Chris Gott. Ich habe Steine für euch. Schaut euch nur um. Genau. Und zwar habe ich ihm ein paar Sachen gegeben, die wir... kaufen können, die ich auch unbedingt brauche, vor allem. Erstmal der Vampirsäbel, dann die Vampirkrallen und die Seelensteine. Ich wollte Seelensteine. Deswegen kaufe ich einfach mal von jedem das Maximal an Seelensteinen und den Mantel des Vampirs. Was der jetzt allerdings bringt, das weiß ich selber auch nicht. Ich habe ihn einfach mal mit reingenommen. Schützt zu 60% vor allen negativen Zuständen. Ach so, okay. Also ist es eigentlich richtiger Blödsinn. Moment mal. Was hast du für ein Bullshit ausgerüstet? Du kriegst den Kriegermantel. Asgard kriegt... die Klingenschuhe. Und du... okay, du bekommst den Mantel des Vampirs. Ja, dann habe ich ihr noch die Vampirkrallen geholt. Ihm habe ich den Vampirsäbel geholt, dass jeder jetzt die Vampirausrüstung hat. Und wie gesagt, diese großen Seelensteine. Die Seelensteine, ich brauche sie wegen einer ganz bestimmten Sache. Teufelsschwert, was haben wir hier? Weg damit, ja. Goldrüstung, weg. Eigentlich können wir alles weg, was ich jetzt hier im Inventar habe. Oder Sam, scheiß drauf. Ja, Dornenschild braucht kein Mensch mehr. Die ganzen Schutzringe können wir weg. Gut, ich glaube, diese ganzen Ringe braucht auch kein Mensch. Blutring, schützt vor Verbluten. Toll. Wie gesagt, eigentlich ist das alles Blödsinn. Sonnenschutzmantel brauche ich jetzt nicht mehr. Vampirring brauche ich eigentlich auch nicht. Antiker Vampirring eigentlich genauso wenig. Klingenschuhe tun wir auch mal weg. Herzschutz weg. Talisman weg. Ring des Geschicks weg. Den Silberbarren kann man weg. Die Speichersteine können alle weg. Ach da. Die Eklarkrallen. Na, 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 na. Ja. Ja, und so, schon sieht mein Inventar um einiges... besser aus. Die Seelensteine brauche ich aus dem Grund. Ich werde jetzt nämlich den Dämon beschwören und der braucht... So, Dämon beschworen und jetzt sieht man, er ist jetzt bei uns in der Gruppe drin. Das heißt, wir kämpfen jetzt zu viert. Er hat seine eigenen Fähigkeiten. Also man kann ihn, glaube ich, auch im Kampf steuern, bin ich der Meinung. Oder er kämpft von alleine, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das hat jetzt alles insgesamt, okay, 10 große Seelensteine gekostet und natürlich etwas MP.
60 MP. Und der bleibt jetzt einfach eine Weile bei uns. So lange, bis wir ihn entweder, bis er stirbt. Oder ich bin der Meinung, er verschwindet auch von alleine irgendwann wieder. Auf jeden Fall wird er uns im Kampf helfen. So. Jetzt die letzte Quest, die ich noch angehen möchte, ist die Suche nach dem mysteriösen Dieb. Wir haben ihn einmal in der Stadt Lim getroffen, dann haben wir ihn in Lomba getroffen, in der Wüstenstadt. Und als nächstes müsste er sich in Klenna aufhalten. Denn dieser Dieb hat nämlich auch etwas mit dem wahren Ende zu tun. Das Ende, das an Vampire's Dawn 2 anknüpft. So wie ich das mitbekommen habe. Ob es stimmt, ist eine andere Frage, aber ich werde es einfach ausprobieren. Er ist schon wieder weg. Ach nein, verdammt. Ich habe ja nur eine bestimmte Dauer, bis er da ist. Ach, verdammt. Die kann man ja auch... Ah ja, okay. Haben wir dich. Was ist euer Problem? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht habe ich irgendwo im Wald vor euch Ruhe. Ja, wir wollen doch nur mit dir reden. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum er immer wegläuft. Ja, warum läuft er eigentlich immer weg? Das ist eine gute Frage. Als nächstes... Im Wald... Also er versteckt sich nur in Städten. Der Dämon bleibt aber nicht lange, das ist kacke. Er versteckt sich nur in Städte. Und als nächstes sollte er in Ishtar sein, weil Ishtar ist die Waldstadt. Und da, was heißt, da sollte er sein? Da wird er sein. Wow, nicht in das Schiff rein, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nö, das werde ich noch zu gegebener Stunde machen. Wo war ich da denn noch? Ach verdammt, das war ja auf dem anderen Kontinent. Oh Mann. Oh man. Also das dauert jetzt eine Zeit, diese Quest, bis man halt überall gewesen ist. So, Ishtar ist diese Stadt hier. Die Stadt im Wald. Und hier befindet er sich im Objekt- und Waffenladen. Bam. Siehst du, da ist er. Hey! Halte den Dieb! Wow! The fuck? Oh, was für ein Rüpel. Langsam wird er mir sympathisch. Mist, er ist entkommen. Was hat er denn gestohlen? Unsere einzige Punktekarte für Tessa. Punktekarte, so. Ja, und das ist auch schon der nächste Hinweis, wo er sich als nächstes verkriegt. In der Vergnügungsstadt, beziehungsweise auf dem Rummelplatz in Tessa. Ja, wir werden ihn verfolgen. Boah, ist er gleich in der Nähe. Also man kriegt immer kleine Hinweise. Das ist... schon ganz schön hilfreich, wenn man diese Quest überhaupt kennt, weil ich kannte sie bis jetzt noch gar nicht, muss ich sagen. Uff, jetzt halt nur die Frage, wo er ist, ne? Ah, da steht er ja, der Kollege. Hey, dein Versteck war nicht gut genug. Das ist ja unfassbar, ihr seid ja hartnäckig, aber eins sage ich euch, lasst mich in Ruhe! Ich will nichts von euch, kapiert? Jetzt wär doch nicht gleich aggressiv. Darf man in dieser Welt denn nicht mal mehr ungestört seinem Handwerk nachgehen? Hier wird es mir eindeutig zu heiß, verdammt nochmal. What the fuck? Tja, ich glaube, wir haben ihn verärgert. Seinem Handwerk wieder nachgehen? Das bringt mich auf eine Idee. Wir sollten hartnäckig nach ihm weitersuchen. Was hat Aska nur vor? Hier ist es ihm zu heiß, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er sich jetzt irgendwo im Eiskontinent versteckt. Wahrscheinlich mietet er sich dauernd irgendwelche Privatjets und fliegt damit durch die Gegend oder so. Ansonsten wüsste ich auch nicht, wo, beziehungsweise wie er immer dahin kommt, wo er halt gerade ist. Aber gut, ist er mir auch scheißegal eigentlich. Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte ihn nur mal fangen, weil ich möchte wissen. Jetzt erst recht möchte ich wissen, was Aska mit ihm vorhat. So, als nächstes müsste er in Iranis sein. Und das ist, soweit ich noch weiß, diese Stadt hier. Die Eisstadt. Ja. Ist nur die Frage, wo. Ah, da steht er ja. Da steht der Kollege. Hey, da sind wir wieder. Was zum Henker wollt ihr von mir? Wir wollen uns nur ein bisschen mit dir unterhalten. Ich unterhalte mich nicht Leuten wie euch. Mich interessieren nur reiche Menschen. Hey, ich bin reich, du Arschloch. Ich bin reich. Er interessiert sich nur für reiche Leute? Na, Walna, das sieht doch ein Blinder, dass der Kerl ein Dieb ist. Und er könnte noch nützlich sein. Ja, eventuell. Okay. Nur für reiche Leute interessiert er sich. Und jetzt bin ich der Meinung, müsste er sich in der Stadt aufhalten, in der die meisten reichen Leute leben. Und zwar in Asran. Asran. Wir kennen die Stadt noch, beziehungsweise ihr kennt die Stadt noch. Es ist die Stadt, wo Vincent Reynolds seinen heiligen Kreuzzug begonnen hat.
Es ist nur die Frage, wo er ist. Hm. Also nicht Vincent Vaynard, sondern mein netter Kollege. Mein netter Kollege. Ah, da steht er ja. Hm. Wo wird er sich jetzt nächstes hin verkrümeln? Das werden wir das nächste Mal herausfinden. Let's play Vampires Dawn.